Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Videoclip von mir diesmal. Und zwar, ich glaube, ich werde wieder einführen meine Frust statt Lust Momente. Als allererstes mal gutes Neues. Und jetzt fängt gleich die Szene an. Ihr seht selber, ich laufe hier zum Care Package und schaue nach, was da drin ist. Und das ist ein, ich weiß nicht, was es ist. Ein Fehler, ein Bug, keine Ahnung, ich kann es euch nicht erklären. Aber es ist verdammt schwer, manchmal sich irgendwelche Teile auszusuchen und die dann, ich sage jetzt mal, aufzunehmen. Und wie ihr es jetzt zum Beispiel hier seht, ich habe unten die AUG gesehen, die ist in der Kiste drinnen. Vorher das Loot war das von dem Toten, der da liegt. Jetzt möchte ich versuchen, diese AUG A3 aus der Kiste zu holen. Und ich brauche Geschlage fast 2 Minuten und 20 Sekunden dafür, nur um das auswählen zu können. Und letztendlich musste ich sogar um die Kiste rumgehen, damit das funktioniert. Und das ist ein absolutes No-Go, das darf nicht sein, weil im Gegenzug dazu zieht die Zone einfach zu schnell an dir vorbei, beziehungsweise zieht sie dann auch noch zu stark ab. Und das ist ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein absolutes No-Go, das geht mir sowas von auf die Eier, das regt mich so auf. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, ja gut, dann lauf halt weiter oder lass es halt liegen. Nein, es geht hier um die Tatsache, dass das die Möglichkeit ist, die gegeben wird. Und wie auf dem PC ist es normalerweise so, du scrollst so wie jetzt hier die linke Seite einfach runter und ziehst dir das, was du brauchst, einfach rüber. Ich kann aber nicht runter scrollen. Ich komme nicht auf diese scheiß AUG A3. Jetzt tue ich auch noch die M416 ablegen und probiere es dann und es funktioniert einfach nicht. Ich muss einmal um die Kiste rumlaufen, damit das funktioniert und das darf nicht sein. Ist egal was ist, ich muss immer in diesem Aufnahmebereich primär sein und ihr seht es ja selber, ich versuche es ja, aber es geht einfach nicht. Ich komme nicht runter und erst wie gesagt, nachdem ich hier praktisch einmal rumgelaufen bin, hat es dann mal funktioniert. Jetzt konnte ich erst zugreifen drauf und das darf nicht sein. Dieser Aufnahmebereich muss der primäre Slot sein, den ich rauf und runter scrollen kann, wie ich will. Und solange mein Rucksackkapazität es zulässt, kann ich da aus diesem Aufnahmebereich nehmen, was ich will. Und das muss so schnell wie möglich funktionieren, weil eben das Spiel es sonst nicht zulässt. Ich habe jetzt hier sowieso Glück gehabt, dass mich keiner praktisch erschossen hat. Ja, in der Regel ist es ja so, dass diese Kisten, die Lootkisten sehr begehrt sind und die Leute darauf nur noch gieren, sage ich jetzt mal. Und bei der Xbox ist es ja so, muss ich ganz ehrlich sagen, extrem. Finde ich, auf dem PC ist mir das gar nicht so aufgefallen, wie oft ich da die Lootkisten rumstehen sehen habe und keiner hat sich dafür interessiert, aber hier auf der Xbox ist es echt eigentlich ein begehrtes Gut und die Leute gieren richtig danach. In dem Fall hatte ich halt Glück gehabt, weil wie gesagt, ich habe 2 Minuten und 20 Sekunden gebraucht, aber ich wäre schon lange tot, aber das nutzt ja alles nichts, weil eben, du brauchst Ewigkeiten dafür und dann kommt halt die Zone und die zieht erbarmungslos ab. Und die Zone im Verhältnis zu der Spielgeschwindigkeit ist einfach dann zu schnell. Also wenn man sich überlegt, wie lange man braucht, um irgendetwas aufzunehmen, anzubringen, zu wechseln, weil das Problem ist ja nicht nur, dass man was, wenn man was aufnimmt, dass es eben diese Komplikationen gibt, wie gerade ihr gesehen habt. Nein, das Problem ist ja auch, dass wenn du zum Beispiel ein Schnellwechselmagazin findest und du möchtest es direkt anbringen, wo die Möglichkeit ja besteht, du aber die falsche Waffe in der Hand hast, kannst du noch nicht einmal teilweise auswählen, an welchen Slot das soll. Nein, da musst du es erst nehmen, dann musst du wieder ins Inventar und dann von dort aus, was du in deinem Rucksack hast, von deinem Bestand sozusagen, kannst du es dann auf die Waffe setzen. Das sind so Sachen, die teilweise nicht richtig funktionieren und das muss sich ändern. Ich will jetzt nicht haten, wie gesagt, das ist für mich immer noch das geilste Spiel, was es gibt. Es macht tierisch Spaß. Es ist sehr spannend und was weiß ich nicht alles.
Aber gewisse Punkte hier, die sind einfach, das müssen sie endlich in den Griff kriegen, das müssen sie jetzt endlich machen. Hallo, der Jahreswechsel ist rum, die müssen sich jetzt hinhocken vom Blue Hole und diese Problematiken beheben, weil das, wie gesagt, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Genauso wie, dass ich den einzelnen Slot von der Waffe, zum Beispiel, ob Visier, Magazin, was auch immer, kann ich nicht anwählen. Ich kann diesen einzelnen Slot nicht anwählen. Gut, okay, wäre noch umständlicher wahrscheinlich, aber es geht nicht. Manchmal geht's, manchmal eben nicht. Und das ist, okay, vielleicht ist es ein Bug, ich weiß es nicht, kann ich euch nicht erklären. Aber es ist furchtbar, weil ich muss zum Beispiel, nur damit ich ein bestimmtes Teil wechsle, zum Beispiel, ich möchte das Visier, das Vierfach-Scope, meinetwegen von der Mini 14 jetzt auf die AUG setzen, dann muss ich das erst komplett ablegen, damit ich es dann wieder aufnehmen kann, also anbringen kann. Und das kann es nicht sein, also es tut mir leid. Auf dem PC läuft das so richtig flüssig. Gut, okay, da hast du natürlich den Vorteil, dass du es einfach mit der Maus hin und her ziehst. Klar, verstehe ich, dass das mit dem Controller eben nicht so funktioniert. Soll es ja auch nicht. Es muss einfach die Möglichkeit gegeben sein, dass wenn ich jetzt eben diesen einzelnen, das Viererscope zum Beispiel anwählen kann, könnte, dass ich allein nur mit dem Doppelklick dann oder mit dem Klick, dass er mir dann anzeigt, okay, ich kann das in den Slot rein, dass er das dann eben macht. So. Ihr seht es ja jetzt selber, ich habe das jetzt mit Absicht laufen lassen, das Video, was passiert ist. Wie gesagt, ist ja klar, wenn man über 2 Minuten an so einer scheiß Kiste rumhängt und eben die Zone dadurch eben erbarmungslos aber abzieht, dass man halt dann die Arschkarte hat und letztendlich dann stirbt. Und es sind halt dann echt Frustmomente, weil die Runde ist eigentlich bis dato ganz gut gelaufen und hätte eigentlich auch ganz gut laufen können, weiterhin. Natürlich, jetzt sagt ja jeder, ja, wärst halt dann losgelaufen und bla und bla. Ja, nein, es geht mir nicht darum. In dem Moment, wo das passiert ist, habe ich mir nämlich auch schon überlegt, okay, darauf machst du jetzt ein Video. Und deswegen habe ich es mal ganz aufgenommen und nicht vorher abgebrochen, weil und bin dann halt dann losgelaufen. Nein, weil das ist ein Punkt, der muss geändert werden. Das muss gefixt werden, dieser Aufnahmebereich. Sobald ich bei einer Kiste liege, Kiste bin oder bei einer Toten, so wie jetzt, was da kommt, bin oder bei einem Care Package, muss dieser Aufnahmebereich der primäre Part sein, in dem ich alles auswählen kann, was links in diesem Aufnahmebereich ist. Naja, ihr seht es ja selber, die Zone ist rum, ich will mich heilen, geht nichts. Oh, naja. Egal, ich habe mich schon wieder genug ausgekotzt, aber es musste sein. Naja, ich hoffe, das hat euch gefallen, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der diese Probleme hat. Okay, in diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Video.